meine Lieben, ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, ich habe mich heute an die Single-Legung für euch gemacht. Ja, ich wollte also mal für die schauen, die jetzt aktuell keinen Wunschpartner haben und ja, die sich gerne hier jemanden an ihre Seite wünschen, die sich gerne neu verlieben wollen, um einfach mal zu gucken, warum hat es denn bis dato nicht geklappt und ja, was kommt jetzt in den nächsten 3 Monaten, so ist, ist die Zeittendenz hier ausgelegt, auf dich zu. Ihr wisst, die Zeit ist immer relativ, aber ja, ich habe es so, oder ich halte es so vierteljährlich einfach immer wieder mal einen Blick darauf zu werfen. Vorab kurz eine Information von mir, bevor wir beginnen. Ich biete ja immer diese Jahreslegungen an für 2024 oder für jedes Jahr halt und dieses jetzt für 2024. Das heißt, wer so gerne eine möchte, dann schreibt mich bitte an, weil der Dezember füllt sich schon langsam, der Januar auch. Es buchen also viele vor, weil im Dezember ist meistens dann sehr viel los und sehr viel Trubel. Ich bin auch zwischendurch mal im Urlaub und das heißt, ich habe also nur 3 Wochen Zeit, euch da im Dezember diese Legung noch zu machen und dann geht es erst in der zweiten Januarwoche weiter. Also wer da sich ja noch einschreiben lassen möchte oder beziehungsweise sich diesen Platz sichern möchte, der schreibe mich bitte an. Ja, weil letztes Jahr war es ein bisschen ein Kuddelmuddel und jeder wollte da noch und ich bin dann gar nicht mehr nachgekommen, das alles irgendwo noch einzupacken. Und damit es dieses Jahr nicht wieder so ein Chaos wird, weise ich euch schon mal darauf hin. Ich weiß, es ist noch etwas länger hin, aber das könnt ihr auch ihr euch auch überlegen, ob ihr so eine wollt, aber nur damit ihr Bescheid wisst, also schreibt mich dann bitte zeitnah an, euch dann für den Dezember oder Januar dann einzubuchen. Genau. Guti, dann starten wir mal los, gucken wir mal an, um was es hier geht aktuell. So. Wir haben die Karte der Pantoffeln. Und bei der Karte der Pantoffeln geht es immer darum, dass man hier irgendetwas noch nicht losgelassen hat. Ja? Also es ist jetzt nicht dieses klassische Steh unterm Pantoffel, aber so ungefähr. Man ist also irgendwo noch nicht komplett offen für etwas Neues. Da zwickelt noch ein bisschen was. Ne? Es kann auch sein, dass du dir zwar einen Partner wünschst, aber vielleicht auch in der Hinsicht nicht zu viel unternimmst. Ja, ist auch so ein kleiner Hinweis, dass man sagt, okay, von nichts kommt auch nichts, ne? Weil unser Traumprinzchen wird nicht an die Tür klopfen. Das heißt, hier auch so ein kleiner Hinweis darin, dass man sagt, okay, vielleicht bist du zu bequem, vielleicht machst du nichts, gehst du nicht raus, zeigst dich oder präsentierst dich auch quasi nicht, ne? Und es ist halt schon wichtig, vielleicht jetzt noch die Gelegenheiten zu nutzen, solange das Wetter noch schön ist, vielleicht auf Festivals zu gehen, Festivitäten, alles, was sich jetzt so bietet. Oder sich vielleicht auch mal in einer Flirtbörse oder sonstiges anzumelden, ja, damit du mal erblickt werden kannst sozusagen. Wir haben aber auch hier die Energie, dass man vielleicht auch noch ein bisschen Angst hat, ja, unterschwellig, also gar nicht so in der Bewusstsein, ja, sondern unterbewusst, indem dass man sagt, naja, ich weiß ja nicht, ne, wenn ich mich dann tatsächlich wieder auf etwas einlasse, ist es dann wieder der gleiche Scheiß, den ich hatte oder wird es dann wieder so enden wie die Vergangenheit? Also da könnten noch ein paar so Themchen tatsächlich aktuell eine Rolle spielen. Und wenn du natürlich in dieser Energie noch drinnen bist, dann geht es jetzt darum, wirklich zu gucken, okay, was hält dich also noch zurück, dich zu öffnen sozusagen, dich nach außen hin auch zu zeigen, ja, weil du musst dich hier nicht mit weniger zufrieden geben, was dir eigentlich zusteht. Ja, also hier noch, es ist so ein Hinweis, dass man sagt, irgendwas passt noch nicht. So, wir schauen uns mal weiter. Wir haben nämlich hier den Bären drauf bekommen. Und es kann jetzt hier bei vielen eben noch etwas aus der Vergangenheit, der rückläufige Merkur, der macht mich wahnsinnig, ne? Etwas aus der Vergangenheit sein, etwas Altes sein. Kann hier noch ein Ex sein, ne? Oder irgendeine alte Liebe. Auf jeden Fall ein Herr, der schon länger verschollen ist, der vielleicht mal Thematik hier war. Oder eben Vergangenes, ja, also altes Vergangenes. Das können Glaubenssätze noch sein, das können noch irgendwelche Muster sein. Auf jeden Fall ist hier schon mal der Anhalt, darauf hinzuschauen. Und wir haben hier den Anker und das heißt, der Anker geht also hier vom Bären weg. Und das heißt hier nichts anderes, dass man sich also von
altem Vergangenen endlich mal ablösen darf. Man darf also das hinter sich lassen. Ja, man muss da nicht länger daran festhalten, weil es ist ja auch nicht dienlich. Ja, ich weiß, wenn man Enttäuschungen hinter sich hat, vielleicht auch einen größeren Herzschmerz, ja, weil man hat sich hier vielleicht mit diesem Herrn schon eine gewisse Beständigkeit gewünscht. Oder man wollte sich da mit diesem Herrn verankern, hat halt leider nicht geklappt, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ist es aber trotzdem wichtig, nach vorne zu gehen. Ja, gerade wenn ihr wirklich sagt, ja, ich bin bereit für einen neuen Partner. Das ist immer schnell gesagt, ne? Nur die Frage ist, ist man das tatsächlich oder verweilt man hier noch in irgendwelchen Erinnerungen oder schwelgt man noch in Erinnerungen und hält noch an irgendwelchen Sachen fest, die eben genau dieses nach vorne gehen verhindern, ja, indem das dann wieder Ängste hochkommen, indem das dann wieder Zweifel mit dabei sind, ja, könnte das vielleicht und so weiter. Ihr wisst, wir haben für nichts eine Garantie. Das ist so, ja, uns bleibt nur die Möglichkeit, auf unser Bauchgefühl zu hören und uns dann, wenn es sich gut anfühlt, einfach darauf einzulassen, ja, no risk, no fun. Ja, jetzt werden viele sagen, ja, no risk, no fun, die spricht sich so einfach. Nein, das tue ich nicht, aber ich erkläre das immer aus meinen eigenen Erfahrungen und ich war da auch immer so, na, dass ich schon immer mit negativen Gedanken da reingegangen bin, obwohl ich es gar nicht wollte. Also dieses Unterschwellige, es war schön, man war verliebt und blablabla, aber trotzdem hat sich das, wie gesagt, im Unterbewusstsein immer wieder eingeschlichen, ja, es könnte ja und so weiter. Und dann wird man unsicher, na, und dann fängt das Ganze auch schon wieder zu bröckeln an. Also hier ist wirklich ein Hinweis, guck dir das nochmal an. Was darf aus der Vergangenheit jetzt gehen, damit du also sozusagen bereit für was Neues bist? So, wir haben jetzt hier die Wege. Ja, das heißt, das ist deine Entscheidung, die triffst natürlich du, um zu sagen, gut, bleibe ich weiterhin irgendwo haften, was letztendlich beendet ist oder wo sowieso kein Weg mehr hinführt. Ja? Auch wenn man hier manchmal noch denkt, ja, das könnte ja noch sein. Ich meine, man muss immer auch aufpassen bei den Kollektivlegungen, Leute, ne? Auch wenn die Legungen so super schön sind, weiß ich nicht, weil es nun mal keine private Legung ersetzt. Ja, ich muss das immer erwähnen, auch wenn es nicht schön ist. Und deswegen macht man das ja auch, ne? Also da vielleicht auch aufpassen bei den Legungen, dass man sich da nicht zu sehr darin verliert, ja, sondern wirklich auch auf sein Gefühl zu schauen und zu sagen, kann das tatsächlich sein? Weil wenn jemand, sag niemals nie, bei mir ist auch schon jemand nach 7 Jahren wieder aufgetaucht, ja. Aber warum sollte man jetzt warten, wenn sich jemand schon seit Jahren nicht mehr gemeldet hat, ja, und du sitzt immer noch da in der Wartehalle, ja, dann ist es Zeit aufzubrechen und Zeit, das jetzt abzulösen und zu sagen, gut, wer weiß, was kommt, aber ich habe ja auch noch ein Leben. Und es geht darum, das Leben zu genießen, ja, sei es jetzt eben, wie gesagt, da mit einem neuen Partner und was die Zukunft zeigt, das wissen wir nicht, ja, oder wie wir es dann entscheiden, das wissen wir auch nicht. Aber, wie gesagt, dieses nach vorne gehen ist wichtig und sich von alten Sachen erstmal abzulösen, weil sonst kann auch kein neuer Weg sich zeigen. Na, wir stehen da oftmals an dieser Schwelle und meinen, wir müssen da schauen, wie was wird. Wir haben für nichts eine Sicherheit, wir haben für nichts eine Garantie. Wir werden erst wissen, wie der Weg ist, wenn wir ihn gehen. Ja? Aber bedenke, nichts ist in Stein gemeißelt. Das heißt, auch wenn du dich hier auf eine neue Person einlassen würdest, ja, und es würde halt nicht deins sein, dann kannst du dich immer wieder auch davon lösen. Ja? Also hier ist viel dieses Ablösen. Entscheiden tust du, ob du das möchtest oder nicht. Und wir haben hier den Herren. Das ist natürlich jetzt hier im Endeffekt diese Aktivität, nach vorne zu gehen. Ja, nimm dir das, was dir zusteht, gib dir, wie der Pantoffel sagt, gib dich nicht mit weniger zufrieden als das, was eigentlich für dich bereitsteht. Ne? Aber auch sich ganz klar zu entscheiden, ja, für eine neue Person. Ja, das ist hier die 28, wäre dann der neue Herzensmensch. Der Bär ist das Alte. Ja? Das heißt, also wie willst du dich entscheiden? Willst du weiterhin an dem Alten festhängen oder willst du dich für etwas Neues öffnen? Ne? Ist deine Entscheidung hier. So. Dann haben wir hier das Schlaraffenland drauf bekommen und guck mal, da hätten wir eigentlich eben genau schon diese Fülle da, das Schlaraffenland. Ja, jeder kennt das Schlaraffenland, da ist alles da, was man sich wünscht. Jeder Wunsch wird erfüllt, ja, jede Sehnsucht wird befriedigt, Wohlstand. Ich komme einfach an, ja, dieses Ankommen und das ist nur möglich, wenn du dich davon ablöst. Also versuche hier
ehrlich zu dir selbst zu sein, um einfach zu gucken, okay, vermisst du tatsächlich hier jemanden oder vermisst du nur die Erinnerung an diesen Menschen? Ja, das ist nämlich ein Unterschied. Tatsächlich mir dieser Mensch fehlt oder ob es nur die Erinnerung an diese schöne Zeit ist. Ja, weil die kann wiederkommen, aber halt mit jemand anders, aber trotzdem kann sie wiederkommen und vielleicht tatsächlich, ne, viel schöner, als man sich es jetzt gerade denkt oder vorstellen kann. So, dann haben wir hier, ich habe wieder das Erat Aliquando mit reingenommen, weil mir das aktuell einfach gut gefällt. Und es zieht mich auch zu diesen Karten hin. Danke, lieber Yonanda. Da haben wir auch den Bären bekommen. Na, und der Bär, das ist der Winterschlaf, die, ja, dieses nicht in die Puscheln kommen. Na? Man darf also jetzt aus diesem Winterschlaf aufwachen, man darf wieder nach draußen gehen, ja, man darf wieder in seine Urkraft, in seinen Mut kommen. Ja, wir haben ja auch hier Mut, Mut, Anker und Bär oder Bär und Anker, dass man auch wieder in seine Kraft kommt und das Ganze angeht, ja, sich erlöst und wieder in seine eigene Stabilität kommt, in seine eigene Sicherheit, in seinen eigenen Hafen, wo man erstmal einläuft, ne? Und hier geht es also darum, aus diesem Winterschlaf, in dem du gerade hockst, hier irgendwo auszubrechen, ne? Weil da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir brauchen also Mut, wir brauchen Kraft. Geh wieder aus deiner Höhle raus, wo du dich verkrochen hast, aus deinem Schneckenhäuschen raus, ja? Weil sonst, wie ich schon am Anfang sagte, es sieht dich keiner. Ja, und wir müssen ganz ehrlich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass er daheim an die Tür klopft, das wird nicht, wird sehr gering sein, ja. Aber wir müssen uns wieder nach draußen bewegen, ja, weil letztendlich, so wie Gott will und wie das Schicksal will, kann uns der überall über den Weg laufen. Da kann der sogar beim Edeka in der Kasse plötzlich da auftauchen, ne? Es ist, nichts ist unmöglich, sage ich immer, aber wie gesagt, löse dich hier aus etwas, von dem du noch festhältst. Wie gesagt, sei es noch ein alter Wunschpartner, dem du noch hinterher trauerst, oder ist es noch irgendwelchen, oder seien es noch irgendwelche Glaubenssätze oder Strukturen oder Muster. Ja? Wie gesagt, geh in dich und schau wirklich, ob dir diese Person fehlt oder ob es tatsächlich nur diese Erinnerung ist an diese schöne Zeit. Ja? So. Da haben wir nämlich schon die Zwillingsflamme, ja, die im Endeffekt auf dem Weg zu dir sein soll oder schon auf dem Weg zu dir ist. Ja. Wir haben hier den Seelenpartner liegen. Ja, und hier haben wir ja auch, hoppala, legen wir das mal ein bisschen zur Seite. Wir haben hier die Wege mit dem Herrn, das heißt, du sollst dich entscheiden, möchtest du oder möchtest du nicht. Weil na, wir haben hier schon den Seelengefährten oder den Seelenpartner, der hier für dich gedacht ist oder der hier auftauchen soll, wer immer es auch sein mag, ja, weil es hier um tiefe Gefühle geht. Ja? Das wird eine Liebe sein, die du nicht mit dem Verstand erklären kannst und das ist auch gut so, sondern du sollst fühlen. Ja? Und ihr habt eine ganz magische Verbindung. Also dieser Mensch, der auf dich zukommt, mit dem wirst du... Ja, mit dem wirst du ein Gefühl haben, als würdest du den vielleicht schon ewig kennen. Ja, jemand, der dir nicht unbekannt ist, ist er auch nicht. Ja, aber euch verbindet hier wirklich was sehr Magisches, was sehr Tiefes. Also hier geht's wirklich in die Tiefe rein. Ja, das, da haben wir das Alte mit dem Bären. Ne? Das ist, da ist also gar nichts dabei, was das ersetzen könnte. Deswegen nochmals, ist es tatsächlich der Mensch oder ist es nur die schöne Erinnerung? Weil hier haben wir ja schon was liegen, was sich genau so gut anfühlen kann. Ich sage, es wird sich sogar noch besser anfühlen auf das, was du gerade hinterher trauerst. Ja? Und dieser Mensch, oder wenn es hier um Glaubenssätze und Muster geht, ja, dann wird dir dieser Mensch genau das Gegenteil davon zeigen. Das, was du denkst. Ja? Es geht also nicht um das Denken, sondern um das Fühlen. Also lass es zu, weil dieser Mensch wird dir tiefe Liebe entgegenbringen, wird dir tiefe Gefühle entgegenbringen. Ja? Das wird etwas sein, das für dich völlig neu und ungewohnt ist, aber lass dich darauf ein. So, wir haben hier die Schlange drauf und wir haben hier den Fuchs. Das ist das Problem, ne? Man zögert das immer raus durch diese Zweifel, die man hat, weil man irgendwo durch diese alte Geschichte hier, sei es darum, dass du eine Verletzung erlitten hast, sei es darum, dass hier irgendwo was weiß ich was passiert ist, ja, was nicht sehr schön war,
man einfach ein bisschen auch die Hoffnung in die Liebe verloren hat, ja, den Glauben an die Liebe. Und deswegen zögert man es immer raus. Und das ist aber falsch, ja, weil dieses Rauszögern, findet eigentlich eben genau durch deine Zweifel oder deine Zwiespältigkeit statt, ja. Wenn wir natürlich schlimme Dinge erleben, ja, Herzschmerz haben, oder hatten, oder tiefe, ja, Geschichten passiert sind, sage ich jetzt mal, die nicht so schön waren, ja, und die dich geprägt haben. Aber bedenke, willst du ständig da drinnen bleiben? Ja, weil das bringt dich ja nicht weiter, außer dessen, dass du in der Einsamkeit bleibst. Und das ist nicht dein Weg, ja, oder das soll er nicht sein, weil wir sind keine Einzelgänger, ja. Und hier sieht man also, dass man diese Verstrickungen, ja, diese Zweifel, die darf man sich hier anschauen, ne? Das passt jetzt auch hier wieder sehr gut. Das kann also in der Vergangenheit auch schon mal um einen Seelenpartner eben, wie ich schon erklärte, gegangen sein, ne? Wo man eben genau diese Sachen erlebt hat. Vielleicht bist du hier betrogen oder belogen worden. Vielleicht hat dieser Partner eine andere auf einmal gehabt, ja? Man hat dich, wie gesagt, betrogen, belogen. Nenn es, wie du willst, hintergangen, ja. Aber das soll dich doch nicht von der Liebe abhalten, mein Schatz. Ja, das ist passiert. Es hatte mit Sicherheit einen Grund, weil ja nichts ohne Grund geschieht. Und es hat immer auch was mit unserer eigenen Entwicklung und unseren eigenen Lernaufgaben zu tun. Aber zögere doch oder verzögere doch nicht dein Schlaraffenland, ja, das hier schon auf dich wartet. Zögere doch das nicht durch eine alte falsche Sache raus. Ja, sondern bring das Ganze hier wieder in Harmonie. Ja, finde hier einen Ausgleich. Bring etwas in die Balance. Und das ist deine Aufgabe hier, guck mal. Vielleicht hatte man hier ein Verhältnis, das kann sein. Ja, dass dich genau das so tief getroffen hat, dass du sagst, ja, genau, und der Nächste wird es mir wieder so machen, na, der wird mich wieder hintergehen, der wird wieder neben mir eine andere haben und ich merke es vielleicht nicht, ich Dummdödel, na, weil ich habe es beim letzten Mal schon zu spät gemerkt. Wenn man mit solchen Gedanken schon rangeht, ihr wisst, ist nicht gut. Ja? Es ist ein Appell aus der göttlichen Welt, hier zu sagen, hey, pass mal auf, wir versuchen ja, dir das Beste vom Besten zu bringen. Und alles, was wir bekommen, sage ich jetzt mal, und diese Menschen, die man in unser Leben schickt, haben immer eine Aufgabe auch. Ja? Weil wir dadurch wachsen sollen, gedeihen sollen, lernen sollen, gestärkt wieder aus den Situationen. Und hier ist es so, dass man sagt, komm, nimm die Aufgabe an, du schaffst das in den Ausgleich zu bringen, egal was da passiert ist, aber wir haben doch schon das Beste vom Besten für dich vorbereitet. Ja? Also finde wieder Vertrauen in die Liebe, finde wieder Vertrauen in das Göttliche, in die spirituelle Welt. Also gerade wenn du hier Kartenlegungen guckst, vielleicht auch mehrere von anderen Legern, ja, oder Legerinnen, ist egal. Und dir vielleicht auch selber die Karten legen lässt oder vielleicht auch noch ein paar Karten daheim hast. Du beschäftigst dich mit Spiritualität, aber dann bitte vertraue auch. Ja, auch wenn die Dinge vielleicht erstmal nicht so ersichtlich sind oder sich nicht so zeigen, wie du sie gerne haben möchtest. Man wird dir das bringen, was für dich gut ist. Aber daran muss man glauben. Ja, also gerade wenn du hier ein spiritueller Mensch bist oder sehr viele solche mit diesen Sachen beschäftigst, dann ist es hier eine Bitte auch von oben. Na, man bittet dich, schaffe hier wieder eine Balance in dir selbst. Verstricke dich und verhaddel dich nicht in den Sachen. Ja? Alte Glaubenssätze, alte Muster. Vielleicht hat deine Mutter schon mal gesagt, ja, die Männer sind alle schlecht, die Männer sind alle gleich, man wird dich immer belügen und betrügen. Je öfter man das als Kind eingeredet bekommt, ja, irgendwann wird man es glauben. Und natürlich ziehe ich mir energetisch den Scheiß an, weil das ist ja schon auch programmiert. Also das könnte ja auch nochmal was sein, wo man sagt, komm, guck mal in der Familie, wer hat da schon so ein Szenario gehabt oder wer ist da auch so schlecht drauf gewesen, ne? Oder hat dir da irgendwelche Sachen erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen? Weil nur weil es bei einem nicht klappt, heißt es ja nicht automatisch, dass es beim anderen nicht klappen muss. Ne? Also das ist so eine Aufgabe, da sollte man noch mal genauer hinschauen. Wo sind da noch Zweifel? Wo zögerst du noch was raus? Versuche also das Ganze hier in die Balance zu bekommen. Wir haben hier sogar den Horizont der Hoffnung dazu. Schau mal, das Warten wird sich lohnen. Ja, deine Geduld, die wird sich auszahlen. Hier geht es oder soll es für dich in eine Wunscherfüllung gehen. Ja, Vereinigung von Seelenpartnern, jetzt haben wir es doppelt gemoppelt. Na, eine Wunscherfüllung auch gemäß deines Lebensweges, deines Lebensplans. Also das heißt, man richtet alles für dich her.
Muss aber auch lachen, gell? Weil wir hier den Tischlein deck dich haben. Also der Tisch wird für dich gedeckt. Wunderschön mit super schönem, leckeren Essen, Kerzen und alles richtig schön romantisch, ne? Und du sagst, ach, nö, danke. Also, ne? Bitte lass dich darauf ein. Die bereiten alles für dich vor. Deine Geduld wird sich auszahlen, definitiv. Ja? Also zweifle nicht, auch wenn wir hier mit der Schlange vielleicht noch jetzt ein bisschen die Zeitverzögerung drauf haben, fang dann gleich wieder nicht an zu zweifeln. Also auch wenn es vielleicht jetzt innerhalb den 3 Monaten nicht gleich ein Herzchen-Pärchen-Lernen auftaucht, ja, das heißt nicht, dass es nicht kommt, sondern da sollst du auch wieder daran arbeiten, dass du nicht anfängst, wieder in die Zweifel zu geraten, ja, weil wir wissen, Zeit ist relativ und nur das Göttliche weiß, wann, wo, was hier reinkommt. Natürlich musst du auch ein bisschen was zutun, ne, indem du dich einfach auch mal zeigst in der Öffentlichkeit, ne, oder dich mal ein bisschen bekannter machst. Ne? So, aus dem Erat Aliquando haben wir hier die Schmiede drauf bekommen. Und die Schmiede ist ja auch, dass man sagt, so, man sollte sich also auf etwas fokussieren, auf etwas konzentrieren und zwar auf das, was du tatsächlich willst. Ja? Fokussiere dich bloß nicht auf das, was du nicht willst. Also von diesen negativen Gedanken ablassen, bitte. Hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen die Geduldskarte drauf. Und ja, es ist vielleicht anstrengend. Ja, ich weiß. Ja, aber das ist auch das an sich arbeiten jetzt auch nochmal. Ne? Also gerade wenn hier noch eine vergangene Sache rumhuppelt, dann nutze die Chance jetzt oder nutze die Gelegenheit noch da zu schauen, was das ist, oder setzt sich nochmal damit auseinander. Na? Das geht jetzt nochmal darum, dass man sich um diese Thematik, die hier noch dahinter steht, widmet. Und die Schmiede ist ja, man schmiedet etwas, ja? Man schmiedet einen Plan, man schaut, dass man etwas Gutes daraus macht, ja? Etwas Brauchbares. Und genau da ist es der Hinweis drinnen. Na? Also ich finde die Legung schon wieder wirklich super, weil wir auch diese göttlichen, oder mir kommen hier auch nochmal diese göttlichen Impulse und diese göttlichen Ratschläge rein. Und das ist ja das, um was ich jetzt in den Legungen mehr gebeten habe. Ja, dass wir nicht nur hier die Karten schön deuten, sondern dass wir auch Hilfestellung von oben bekommen, gerade wenn noch so Themen sind, weil ich einfach wissen wollte, was die göttliche Welt dazu zu sagen hat und wie man an diese Sachen rangeht. Also ein bisschen mehr Information, Impulse, wie gesagt, von der anderen Seite. Ja, so. Dann haben wir hier die ganze Frau. Das ist eine sehr schöne Karte, weil hier geht es nämlich um deine Weiblichkeit. Das heißt, wir haben ja hier eine schwangere Frau. Ja, es steht für Fruchtbarkeit, ist auch wie die Herrscherin im Tarot. Das heißt, es geht also um deine weibliche Energie, auch ganz die Frau wieder zu sein. Das heißt, wir neigen ja, wenn wir alleine sind, immer sehr in der maskulinen Energie, also in der aktiven Energie zu sein. Ja, ist ja klar, weil wir müssen ja auch alles regeln, wir müssen nur schauen, wir müssen Miete bezahlen und so weiter. Das ist ja alles so, dass wir nichts zu tun hätten. Ne? So ist es nicht. Aber man darf auch wieder eben in diese annehmende, empfangende Energie gehen. Ne? Das heißt, also nicht kämpfen darum, das ist ganz wichtig, weil es sind immer die Dinge, um die man kämpft. Ne? Dann sollen, weil ich sage immer, was zu dir gehört, das wird zu dir kommen, ohne dass du da irgendwo groß in den Kampf gehen musst. Ja? Weil dann ist es für dich bestimmt und dann wird es auch ohne große Mühen gehen. Wenn ich mich schon wieder reinhängen muss und ich muss und ich muss und ich kämpfen, 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 ja, das ist schon wieder eher so eine bedürftige Energie, weil ich brauche es, ich muss es haben. Ja? Man kann für verschiedene Sachen kämpfen, indem ich für mich selber einstehe. Wenn ich zum Beispiel irgendwo ein Projekt habe, dann sage ich, ich möchte mich jetzt selbstständig machen oder ich möchte mich jetzt hier beruflich verändern und so weiter. Ja. Da sehe ich das schon so, dass man sagt, da kannst du deine ganze Energie reinsetzen, weil das ist eine Veränderung, die dich selbst betrifft, die für dich ist. Und da erhältst du auch einen Lohn. Ja, aber um einen anderen Menschen zu kämpfen, das sollte es niemand sein. Ja, auch nicht um materielles, finanzielles zu kämpfen, sondern wirklich es laufen lassen, fließen lassen und einfach zu erkennen, was man hat. Ja, auch wieder in diesen Sanftmut und in dieses Feingefühl reinzukommen, vor allem für auch für sich selbst. Ne? Wenn man sehr maskulin ist, ist man auch manchmal in der Härte unterwegs. Also hier darfst du empfangen. So ist es. Ne? So, wir haben hier das Haus und wir haben hier die Wege. Das heißt auch hier wieder, ne?
Du entscheidest, ob du in Sicherheit sein willst oder nicht. Ja? Was heißt das, ob du in Sicherheit sein willst? Es gibt, wie ich schon am Anfang erwähnte, im Außen keine Sicherheit. Die einzige, die existiert, das ist in dir selbst. Und es ist dein Weg, nach vorne zu gehen. Es ist deine Entscheidung, sich aus dieser Sicherheit raus, diesen neuen Wegen und Möglichkeiten zu widmen, weil du weißt, dass es weitergehen wird, ja. Und es gibt auch eine Möglichkeit hier, sich voll zu entfalten, aber die habe ich halt nur, wenn ich in mir stabil bin. Ja, weil weder ein anderer Partner noch irgendwer im Außen ist dafür zuständig, dass ich glücklich bin oder dass ich glücklich werde. Ja, auch sind die anderen nicht zuständig, dass ich mich in Sicherheit fühle, sondern das muss ich schon in mir selber aufbauen. Ich sage immer so, die weibliche Energie kann vollständig gelebt werden, wenn man einen Partner an der Seite hat, der Dame die emotionale Stabilität vermittelt. Also es geht nicht um materielles oder finanzielles, ja, dass er dir da hier aushelfen könnte und so weiter und so fort, sondern du musst als Frau die emotionale Stabilität fühlen. Und wenn du die hast, dann kannst du vollständig dein Weibchen leben, weil dann weißt du, im Falle des Falles könnte ich mich auf diese Person verlassen. Ja? Und das ist immer ganz wichtig. Aber zuerst mal solltest du dich auf dich selbst verlassen können. Ja? Und das ist genau so ein Schritt nach vorne oder in dem Prozess. Wir haben hier die Wolken. Ja, da ist eben genauso ein bisschen noch die Unsicherheit drauf. Und wir haben hier das Kind. Ja, weil wer weiß, wie das dann wird. Na, Unsicherheit, ob es dann überhaupt zu einem Neuanfang kommt. Das heißt, ja, wenn ich jetzt hier meine weibliche Seite lebe und dann lasse mich darauf ein und habe dann wieder die Sicherheit, na, ja, wie wird es dann weitergehen, der Weg? Na, wird es dann wieder so, dass ich mich dann wieder einlasse und hinterher bin ich wieder der Gelackmeierte? Oder könnte es vielleicht dann auch gut werden? Ja, wie wäre es mit dem Gedanken, dass es auch mal gut werden könnte? Auch wenn man viel hinter sich hat, ja. Also das ist schon die Macht der Gedanken, ne? Die sind schon sehr wichtig, die anzuschauen, weil die Gedanken sehr mächtig sind. Das ist alles, was du denkst, manifestierst du auch, ja. Und das, wenn das natürlich nur im Negativen ist, ist es nicht besonders prickelnd, ja. Also hier sieht man, ne, die Unsicherheit noch auf dieses Neue, dieses für sie, für das Neue sich einzulassen, einen neuen Weg beschreiten. Und da haben wir den Urknall, ja, und da sieht man schon, es geht aber um einen radikalen Neuanfang, weil solange du in der Vergangenheit verweilst, ja, und du, solange du dich mit alten Dingen beschäftigst, wie soll denn dann da der Neuanfang starten? Geht fast nicht, ne? Und da haben wir die Gefährten drauf, ne? Und die Gefährten ist so die Karte der Treue und der Loyalität. Also das heißt, hier geht es um seelische Nähe. Ja, wie ich gerade eben beschritten habe, du darfst deine ganze Frau zeigen. Komm wieder in die Weiblichkeit, zeig dein Feingefühl, deine Sanftmut, die weiche Seite, ja. Nicht die harte Seite. Die Männer kennen die Härte bereits, ja, sondern die wollen dieses weiche, zarte. Das ist ja das, was sie anzieht, ja. Du sollst aber auch nicht verweichlichen, ja. Wir haben ja 50, 50, 50 männlich, 50 weiblich, aber man sollte hier wieder wissen, ab wann darf man in das Annehmen der Empfangende gehen und ab wann ist es gefragt, etwas zu tun? Ja, das ist also dieser Ausgleich, der sich hier spiegelt, dass du also in dir die Balance findest, dir selbst wieder vertraust, dir selber auch gegenüber wieder loyal bist, weil diese Person, die man dir hier schickt, ja, die ist treu und loyal. Ja, die wird für dich einstehen. Ja, das ist also hier ganz was anderes. Da gibt es einen Zusammenhalt. Ja, das Freund und Partner zugleich, Familie zugleich, ja, da geht es tatsächlich um richtige Nähe, also nicht irgendwas Oberflächliches. Deswegen nochmal, vermisst du tatsächlich die Person aus der Vergangenheit oder einfach nur diese schönen Erinnerungen, was er dir alles gegeben hat? So, und dann haben wir die Seele eines Engels. Gucken, es geht um offen und ehrliches Auftreten. Leg deine Masken ab, ja, du brauchst dich nicht mehr verstecken hinter einer Maske, na, sei es, hier haben wir es wieder, sanftmütig, sensibel, feinfühlig. Schenk dir Aufmerksamkeit, schenk dem anderen Aufmerksamkeit, gib aus vollem Herzen. Ja? Hier geht es nur um das. Und dieser Mensch, der hier reinkommt, der wird auch genauso sein. Der wird auch offen und ehrlich auftreten. Ja? Weil das auch jemand ist, der das Beste aus dir rausholen wird. Also es ist eine sehr
tuffige, liebevolle Legung ist das wieder. Ja, also vielen Dank an das Universum. Dankeschön. Das ist so richtig knuffig. Ne? Weil hier haben wir jemanden, der reinkommen will, der dir alles das zu bieten hat, was du dir wünschst. Und ich kann mich an die letzte Single-Legung noch vage erinnern, wo ich schon gesagt habe, das wird eine Liebe sein, die du dir nicht gewagt hast vorzustellen. Und das bestätigt sich hier wieder. Also hier ist jemand, hier wäre jemand, also man hat jemanden für dich, der dir all das geben möchte, wonach du dich sehnst oder das, was du schon immer wolltest. Jemand, der sehr sanftmütig ist, ja, der sensibel reagiert, der sehr feinfühlig ist, ja, der zuhört, ja, der dir Unterstützung gibt, der dir Zusammenhalt gibt, der treu ist, der loyal ist, der mit beiden Beinen im Leben steht, der weiß, welche Entscheidungen zu treffen sind und so weiter. Der Tisch wird gedeckt. Und das wird schicksalhaft zu sein. Guck, das Kreuz hier. Und da liegt ja schon der neue Mann. Der Seelengefährte, der Seelenpartner. Also für mich ist es immer Gefährte, ne? Weil solange da bin ich immer mit den Gefährten unterwegs, alles andere bin ich raus. Es ist natürlich den Karten, aber hier ist es tatsächlich, was jetzt dreimal bestätigt. Wir haben die Zwillingsflamme da, wir haben diesen Seelenpartner da. Das heißt, genau der ist es. Und der möchte in dein Leben treten. Aber das kann er nicht, solange du hier an der Vergangenheit festhältst. Er hat null Chance. Und hier haben wir auch wieder, ne? Dieses belastende Thema auf dem Vertrauen und der Loyalität, was sich hier ja eigentlich schon zeigt. Ne? Das heißt, auch da darfst du einen anderen Weg einschlagen, weil jeder Mensch ist nicht gleich. Und genauso wie du dir oftmals vielleicht eine zweite Chance wünschst oder eine neue Chance, so sollte man auch diesem Menschen eine Chance geben, die reinkommt. Ja, dein Bauchgefühl wird es dir sagen, aber der hier liegt, das ist genau absolut hier, schau mal, das spiegelt sich auch noch mit dem Schlaraffenland, ne? Göttlich geführt, von oben geschickt. Ja, also du sollst hier nochmal Klarheit reinbringen in die Belastung, die du da hast oder das, was du hier befürchtest oder fürchtest, weil guck mal, wir haben hier nämlich die Ängste. Ja? Und es ist die Angst, oder werde dir klar darüber, aber eigentlich ist es klar wie Kloßbrühe, es ist die Angst, wieder zu vertrauen, ja, und dann das Vertrauen wird wieder ausgenutzt, wird wieder missbraucht, ja, oder dass einfach auch wieder ein Vertrauensbruch stattfindet. Also hier ist eine wahnsinnige Angst. Aber darüber solltest du dir klar werden, weil durch diese Angst, wieder enttäuscht zu werden, ja, wieder das Herz gebrochen zu bekommen und so weiter, bleibst du halt in der Stagnation stehen. Da kann nichts vorwärts gehen. Und noch dazu diese negative Energie, ne, die du dann aussendest. Also hier spirituell von oben auch die Bitte an dich, das zu klären. Ja, welche Bürde, welche Last trägst du noch im Hinblick auf Vertrauen und Loyalität? Weil das ist natürlich auch wichtig für eine neue Partnerschaft. Und wenn du heute jemanden kennenlernst und gehst schon wieder misstrauisch rein, ich meine, dass man vorsichtig ist und erstmal nicht übereilt, das ist ein ganz anderes Thema, als wenn ich von vornherein schon wieder sehr misstrauisch an die Sache gehe und schon wieder zweifeln, ja, zweifeln und misstrauen, ja, das ist auf ein anderes Blatt Papier geschrieben, als wenn ich einfach sage, ja, Piano, gucke ich mir erstmal an, ein bisschen vorsichtig, was ich so sage und wie es sich so gibt, einfach, das ist eine ganz andere Hausnummer, als wie wenn ich schon wieder reingehe und sage, ja, das wird eh wieder dasselbe sein, da verhält sich eh schon wieder so komisch oder da ist wieder, da wird wieder jenes und dieses sein, ziehe ich es ja förmlich wieder her. Na? Also bitte da achten drauf. Schau mal, wir haben die einsame Meerjungfrau, weil sonst wirst du hier wirklich als die einsame Meerjungfrau enden. Also es ist böse gesagt jetzt, aber es ist tatsächlich so, weil es kommt ja keiner an dich ran. Also du wirst jetzt in dem Hinsicht nicht alleine bleiben, ja, weil es wird immer jemanden geben, der andockt. Aber theoretisch bleibst du dann in der Einsamkeit, weil niemand kommt an dich ran, niemand lässt du zu dir ran. Na? Man trägt seine Maske, seinen Schutzpanzer. Ja, wie soll man dann was Neues starten oder wie soll man dann überhaupt etwas aufbauen, was Beständigkeit haben kann? Ja, also da haben wir sehr viel mit den Selbstzweifeln zu tun. Bitte da nochmal gucken. Und wir haben hier das Wolkenkuckucksheim. Finde ich auch eine geniale Karte, weil das Wolkenkuckucksheim ist eigentlich im Endeffekt genau das, was hier auch die Sterne sagen.
du sollst nicht hier einem Irrlicht folgen, ja, oder irgendwo den Illusionen nachgehen, weil im Endeffekt ist es nur ein falscher Glaubenssatz oder eine Struktur, wie ich dann hier schon sagte, liegt ja über der Mutter, ne? Es könnte also ein Mutterthema sein. Vielleicht hat deine Mutter schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, dann hat sie die gemacht. Ja? Aber das heißt nicht, dass du das auch machen musst. Und dass man natürlich irgendwo in irgendeiner Weise beschützen möchte, das ist auch klar. Aber trotzdem musst du deine eigenen Erfahrungen machen. Aber geh nicht davon aus, dass dasselbe Szenario wie der Mama passiert. Ja? Wenn es schon passiert ist, dann ist es schon schön programmiert gewesen. Ne? Ja, genau, das Wolkenkuckucksheim will uns einfach sagen, dass man von der Unklarheit in die Klarheit kommen soll. Ja, dass man sich nach Erkenntnissen umdreht, ja, Erkenntnisse reinbringt. Warum ist das so? Und hier wäre es nochmal ein bisschen auch in die Tiefe zu schauen, ja, um zu sagen, finde die Klarheit darüber, was ist hier eigentlich die Bürde, die Last, die du trägst, oder auf was verzichtest du oder gibst dich mit weniger zufrieden als das, was hier eigentlich schon auf dich wartet. Das ist, weißt du, das sind wie zwei Tische. Der eine ist reich gedeckt mit allem, was du dir vorstellst, und beim anderen, da steht ein Teller Spaghetti oben. Und du gehst zu dem Teller Spaghetti. So könnte man es jetzt mal so sagen, ne? Nein, so sollte es nicht sein. Ja, wir haben hier unterm Deck das Jagdfieber. Das heißt, es geht also darum, dass man sich auf etwas fokussieren soll. Ja, bitte nicht aufgeben. Ja, schau dir noch mal an, konzentriere dich auf das, was du haben willst. Gucke noch mal, agiere, ja, und dann handle. Weil wir haben hier die Routen. Das heißt, es gehört also noch ein bisschen was geordnet und strukturiert, vielleicht auch bereinigt in dem Hinsicht. Wir haben aber auch die Gespräche, die Kommunikation schon da. Ja. Und durch dieses Ordnen und Strukturieren und Bereinigen und auch, dass man wieder in die Kommunikation geht, haben wir hier Glück und Erfolg. Und guck mal, das große Glück sogar, vielleicht, ja, da hier der Heiratsantrag. Unter Standesamt. Da? Ich sag ja, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, der auf dich wartet. Nach all deinen Mühen, nach all deinen Anstrengungen, der Sechser im Lotto. Aber hier. Wie gesagt, das ist noch so eine Kleinigkeit, die dürfte noch raus. Verankerung. Endlich ankommen, seinen Anker schmeißen, im Hafen einfahren. Ja? Schau mal, schicksalhaft, in Kürze geht es hier in die Stabilität über. Kommunikation durch die Öffentlichkeit. Ja? Schau, dass du Veränderungen hereinbringst. Ja? Verändere was in deinen Mustern, in deinen Abläufen. Vielleicht hast du dich noch nie auf einer Flirtbörse angemeldet, dann melde dich halt mal an. Ja? Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei, was weiß ich, Tinder oder sowas. Da habe ich jetzt nur gehört, na, ich bin da selber noch nie angemeldet gewesen, keine Ahnung. Aber man hört, dass das nicht so top ist. Ja? Aber es gibt ja vielerlei andere Möglichkeiten. Ja? Ich glaube, das Facebook-Dating zum Beispiel und ist ja neu und ich weiß nicht, wie das ganze andere heißt, aber einfach da vielleicht mal zu gucken, wenn du das bis dato vielleicht nicht gemacht hast. Wenn du immer auf Flirtbörsen gewesen bist und gesagt hast, ja, genau, da habe ich aber nur Mist abgegriffen, ne? Dann ist es vielleicht für dich mal an der Zeit, mehr rauszugehen, ja, tanzen zu gehen, wie gesagt, Feste noch zu besuchen, mehr, vielleicht mal einen schönen Discoabend zu machen oder mal so Mädelsabend. Also dann halt genau die andere Variante, ja, bisschen flexibler werden, bisschen mehr ausprobieren. Und dann haben wir hier den Seelenfresser, ja, also raus aus der Kontrolle, das ist ganz wichtig, ja. Und schau dir hier eben noch mal diese Situation an, die sich hier gerade so kompliziert darstellt, weil hier haben wir auch die Vertraulichkeitsverletzung, weil das ist im Endeffekt genau das, was hier eigentlich stresst, und das müsste gar nicht sein, sondern hier wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, gut, ich schließe jetzt einfach ein für alle Mal die Tür hinter mir zu, weil sich jede Menge neue Türen zeigen. Und ihr wisst ja immer, wenn eine Tür sich schließt, ne, dann öffnet sich eine neue. Und guck mal, hier geht es einfach darum, die Tür zu den Ängsten zu schließen. Die Angst vor der Einsamkeit, die Angst vor dem Unbekannten, das darf man abschließen, weil hier, du bekommst ein Geschenk. Guck, es ist ein sehr schönes Geschenk. Ein sehr schönes, großes Ereignis, was auf dich zukommt. Und da haben wir die Flamingos der Liebe, ne? Die große, wahre Liebe, Partnerschaft. Genau das, was du eigentlich willst, oder? Ja, und hier haben wir Tischlein deck dich, ne? Und das ist eigentlich die super-duper-Megakarte hier, indem man sagt, das ist in Yonandas
Kartendeck hier die größte Glückskarte, meine Leute. Die größte Glückskarte, so wie die Sonne. Hier geht es auch um Fülle, hier geht es um Reichtum und na, guck mal, was da drüber liegt. Das Schlaraffenland. Also genau da sollte man rein, ne? Aber guck dir an, was vermisst du hier? Du vermisst doch eigentlich genau das. Und da solltest du dir nochmal fragen, ob du wirklich die Person vermisst oder nur die Erinnerungen, weil das kann hier neu gefüllt werden, aber viel, viel schöner, weil eigentlich vermisst du doch diese schöne, glückliche Zeit, ja? Der Kobold sagt, ja, das ist dir gestohlen worden. Kobold klaut hier, ne? Da ist irgendwas abhanden gekommen, da guckst du auch rein und das hat hier wieder mit einem Herrn zu tun. Ja, und für dich geht es aber jetzt darum, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen. Ja, und der Wolf ist seinem Seelenruf zu folgen. Ach, das ist eine wunderbare Legung. Leute, das ist eine wunderschöne Singellegung. Also, hier wartet wirklich super duper der Sechser im Lotto, ja? Aber guckt euch das noch an, was hält euch ab? Wo habt ihr irgendwas noch nicht abgestriffen? Ja, ihr könnt hier ins Schlaraffenland einwandeln, ihr könnt hier einen gedeckten Tisch haben, aber ihr müsst euch anschauen, was hindert euch daran, an diesem gedeckten Tisch Platz zu nehmen. Das war mein letztes Wort hierzu. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, lasst die Legung mal sacken. Ihr könnt mir gerne auch ein Feedback dazu schreiben, freue ich mich immer wieder. Wie gesagt, wer da hier auch eine persönliche Legung haben möchte, der kann die gerne bei mir buchen und dann schauen wir da auch rein, was ich da noch zeigen möchte bei dir selbst. Deiner persönlichen Legung. Also gerne mich anschreiben, scheut euch nicht. Da finden wir schon ein Plätzchen und dann gucken wir uns mal das Detaillierte an. Ja, in diesem Sinne reite ich wieder davon und mache mich auf zu einem neuen Orakel und hoffe, dass meine Sprachstörungen ein bisschen leichter werden. Und ja, dann würde ich sagen, drücke ich euch ganz lieb, haltet die Ohren steif, ja, und freue mich auf das nächste Orakel mit euch. Ich drücke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Melanie.